Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 an die Uni. Wir sind gerade wieder zurück nach Hause gereist. Wir waren in der letzten Folge bei Rua und Roma und ihrer kleinen Tochter Anela. Und Kalani ist fix und alle. Er muss dringend schlafen. Ja, wir nehmen bezahlten Urlaub. Tut mir leid, das müssen wir leider mal machen. Und du willst Tierspielzeug weglegen. Nee, lass das mal bitte. Du kannst aber mal ein Bad nehmen und nochmal was essen. Reste nehmen. Ich glaube, so viel Essen haben wir auch gar nicht mehr. Notfalls kannst du auch gleich nochmal was kochen. Und Kalani muss echt schlafen. Der ist hundemüde. Und wir müssen ihn gleich nochmal irgendwie ins Meer jagen oder so. Oder halt in die Badewanne, je nachdem. Weil Hydration ist wieder so weit unten bei ihm. Der arme, arme Kerl. Und das sieht so fantastisch aus, das Essen, wirklich. Hergestellt von Kalani Riley. Willst du jetzt im Stehen essen, oder wie? Ich meine, ist okay, das kannst du auch machen. Du kannst dir mal Frühstück servieren. Frühstücks allerlei. Mach mal Pfannkuchen. Oh, süß. Wie süß. Hm? Das ist schön. Du bist aber auch ein Hübscher, ne? So ein Hübscher bist du. Hat Kalani einen guten Fang gemacht, ne? Oh, bist du schon wieder wach? Achso, du willst jetzt baden gehen. Ja, das dachte ich mir. Oh, oh Gott, das hat keiner gesehen. Das war ja gruselig. Das war gruselig. So, dann kannst du verwenden. Nee, du musst den Tisch jetzt nicht decken. Das Essen ist hier gleich fertig. Theoretisch hast du recht. Was machst du? Über Familienmitglied nachdenken. Du denkst doch gerade über dich nach, oder nicht? Guck mal, da kannst du hier nochmal ein Gericht nehmen. Und überall ist dieses Ballwerfen drin. Das ist mega seltsam. Grace, nee, ablehnen. Wir haben schon einen Job. So, räum du mal bitte auf. Hier kannst du, glaube ich, noch nichts weitermachen. Düngen. Okay, das brauchst du auch noch nicht. Dann machst du das gerade mal sauber. Dann kannst du hier die Reste weglegen. Dann kannst du nochmal, ups, mit unserer kleinen Glimmermaus spielen. Und schlafen gehen. Weil du kannst einfach mal ein Techtelmechtel machen mit Kalani, hä? Was meinst du? Maurice! Ja, wir haben uns mit Anela angefreundet, die kleine Süße. Wo haben wir sie? Hier! Anela Awaiku. Anhänglich und gute Freunde. Das ist doch mega süß. So, viel Spaß beim Techtelmechtel. Du... Hey, ihr solltet doch erst danach fragen. Was macht ihr denn? Nickerchen machen? Nee. Nee, ihr sollt doch ein Techtelmechtel machen. Ja, yeah, Techtelmechtel mit Murako. Komm. Techtelmechtel, los geht's. Ah, ich dachte, ihr fragt nochmal einander. Okay. Viel Spaß. Oh, oh. Hundemüde und auch ziemlich müde. Oh, oh, oh. Danach können wir mal einen kleinen Ausflug an den Strand machen. Was haltet ihr denn davon? Dass wir hier nicht nur zu Hause rumsitzen und mal ein bisschen was machen. Oh, wofür braucht ihr das Kissen? Da ist ein Fuß. Scheinbar seid ihr sehr kreativ in eurem Liebesleben. Was ist los? Leg dich schlafen, Kalani. Ihr seid beide müde. Guck mal. So ist doch besser. Ihr seid irgendwie total nachtaktiv. Ihr schlaft immer den ganzen Tag und seid nachts wach. Ich meine, hier auf dieser wunderschönen Insel könnt ihr euch das auch erlauben. Oh, wie schön das Wetter gerade ist. Und die Sonne ist untergegangen. Glimmer ist älter geworden.
Glimmer hat den Zenit überschritten und ist jetzt eine ältere Hündin. Du wirst feststellen, dass sie jetzt häufiger schläft, weniger auf Möbel springt und häufiger krank ist. Glimmer bleiben noch ein paar gute Tage, also verbringe Zeit mit ihr, bevor es Zeit ist, Abschied zu nehmen. Was? Glimmer ist schon alt? Das ging aber jetzt arg schnell, oder? Oh, arme Glimmermaus. Ja, dann geh mal fix ein Schaumbad nehmen. Und du kannst noch mal schnell pieseln. Und dann gehen wir nachts an den Strand. Das ist doch auch was Nettes, oder? Komm. Pipi machen, gehen. Attacke. Attacke. Und hier ist nichts weiter. Alles klappt. Dann, wow, wir sind echt gut in der Zeit heute. Allen geht's gut. Und dann können wir reisen. Und wir reisen alleine, würde ich sagen. Wollen wir? Ja, wir gehen mal hier an den Family Beach. Genau. Hier ist es ein bisschen ruhiger als am Party Beach. Und dann reisen wir mal dahin. Brain juckt. Okay, sonnen können sie sich zwar jetzt nicht mehr, aber können trotzdem ein bisschen was unternehmen, das Sandburg bauen, ein bisschen schwimmen, haben sie auch länger nicht mehr gemacht. Und ja, ich freue mich drauf. Schau mal, ist doch auch echt hübsch hier, oder? Guck mal. Seife hinzufügen. Oh, da habe ich echt Angst, dass die Ballons platzen, ne? Die beiden Sachen stehen hier noch von Kalani und Keanu. Genau wie die Betten. Oh Gott, das ist ja ewig her. Zum Glück brauchst du jetzt keinen Hochstuhl mehr, Kalani. Und rutschen. Trick auf Rutsche machen mit. Murako, natürlich. Mal schauen, wie ihr euch schlagt. Murako, du stehst da mitten drauf. Essen gehen könnt ihr ja auch mal. Ne? Und ab durch. Super. Jetzt bin ich gespannt. Oh, das war wundervoll, Murako. Und Kalani, wie sieht's bei dir aus? Oh, ihr könnt das. Tada. Das war jetzt sehr unspektakulär, NPC. Wobei, nee, du bist... Bist du nicht Kenai? Ui. Oh, wie schön. Au. Wer bist du denn jetzt eigentlich? Nee, Yuval. Nee, Yuval. Warte. Yuval? Das ist der Häuptling. Brrr. Du bist doch keine Katze, Mura. Das ist toll. Au. Alles gut, Kalani. Aua. Au, 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 au. Und hier, du kannst dich halt mal ein bisschen entspannen. Das ist doch schön. Und du kannst mal mit dem Aquazischer herumfahren. Oh, das ist doch auch schön hier. Könnt ihr euch hier gleich mal ein bisschen hinlegen. So ein bisschen romantisches Ambiente, hä? Huh? Und er kommt mit. Warum kommst du mit? Hm? Ja, einfach mal so ein bisschen entspannen. Das habt ihr euch verdient, ne? Oh, du siehst so müde aus. Hey, Murako! Pass auf, nicht, dass du jemanden umfährst. Oh! Oha, du kannst das ja. Vorsichtig, nichts umradeln hier. Und pass auf die... Oh! Murako! Oha! Ja, du bist ein richtiger Insulaner, ne? Wow. Ich rechne ja schon fast damit, dass er irgendwie runterfällt, ne? Guck mal, kannst du mal hierhin schwimmen? Du kannst auch mal hierhin schwimmen. Murako, reicht jetzt schon. Reicht jetzt schon.
So. Mit der Zweisamkeit koketten Witz machen, hä? Huh? Oh, Delfine! Tiefgründige Unterhaltung. So eine richtig schöne Nacht, nur für euch alleine. Spritzen. Oh! Was ist los? Gefühlsausbruch oder wie? Oh. Verrückt anfunkeln. Was haben wir hier noch? Was Romantisches. Im Wasser küssen. Wibbelibbeli! Oh. Oh, ich liebe euch. Oh. Ach, ihr beiden. Das war eine gute Wahl. Ich bin wirklich zufrieden damit. Guck mal hier. Entspannen und entspannen. Richtig schon mit Kerzenlicht und Kerzenschein. Willst du denn... Ey, du kannst doch... Aber warum kannst du da nicht hin? Entspannen. Kalani. Kalani, hier hinten. Kalani. Schon wieder zu eng gebaut. Aber das ist okay. Achso, bb.moveObjects. So. Dann muss ich das ein bisschen ummodeln, aber das ist okay. So. Jetzt müsstest du da auch hinkommen, Kalani. Komm. Entspannen. Hey, warum kommst du da nicht hin? Hier hin teleportieren. Entspannen. Du auch. Hierher teleportieren. Und entspannen. Schaut doch, wie wunderbar das geht. Hier können wir übrigens mal die Gruppe auflösen. Weil ich mag das nämlich so gar nicht. Wenn ihr da solche Bobbles über dem Kopf habt. So. Und jetzt kann ich einen schönen Screenshot von euch machen. Könnten zusammen entspannen. Aber sieht beide nicht so happy aus, oder ist das euer entspanntes Gesicht? Oh, ich finde das schön. Oh, du Armer. Wollt ihr nicht ein bisschen plaudern zusammen? Schmeicheln. Bewunderung ausdrücken. Dann quatsch doch mal ein bisschen. Komplimente bei Outfit machen, das geht auch immer. Na kommt. Dann müsst ihr euch nicht entspannen, dann geht das auch so. Habe ich hier nicht irgendwie eine Art Grill oder sowas? Hier könnt ihr euch dann auch hinlegen. Das ist ja eher für Kinder hier alles ausgelegt. Ich glaube, einen Grill haben wir hier gar nicht. Nee, Tatsache, wir haben keinen Grill. Was ist das? Oh, hier ist bedient gerade keiner. Schade. Wäre natürlich jetzt super gewesen. Schade, schade. Da ist ja Licht an. Da ist aber keiner zu Hause. Das ist mein Sulani Starter. Das habe ich auch als letztes Bild gebaut. Könnt ihr euch auch in der Sims 4 Galerie runterladen und damit hier durchstarten. Das war auch das Grundstück, wo wir damit damals angefangen haben. Hier ist ja die Staffelei, auf der Keto immer gemalt hat. Jo, was machst du? Von Kalani Kompliment bekommen. Oh. Guck mal, das ist doch jetzt viel entspannter bei euch beiden, ne? Ich finde das schön. Versuchen aufzumuntern. Ja, komm. Eine schlüpfrige Frage stellen. Das wäre doch gelacht, wenn wir Kalani nicht aufgemuntert bekommen, oder? Tag verschönern. Guck mal, und schon ist er verspielt. Klopf, klopf, Witz. Kommt. Und ewige Liebe erklären. Was soll man noch machen? Wir wollen Ständchen bringen, finde ich eigentlich mal ganz schön. Hier Ständchen bringen.
Sorge, Sorge. Sorge, Kalani, ich finde es witzig. Sons of Rista. Quit Pimbo. Plus Wangle. Still. Oh, wie schön. Dras Wumpa. An den Abend werden sie sich noch ganz lange erinnern, ja? Na, ihr beiden. Wicker Flips. Oh, die wird kalt. Ja, okay, ist Herbst, ne? Ist nicht mehr so warm. Nee, Aleki, bleib doch mal weg hier. Nee, hau ab. Hau ab. Geh weg. Geh weg. Oh. Hau ab! Geh weg! Oh, ich kann mir schon richtig gut vorstellen, wie er dann seine Kinder in den Schlaf singt, oder? Deswegen war ich gerade mal ein bisschen stiller, weil ich wollte das so ein bisschen genießen. Kalani gefällt's auch. Oh ja, ihm gefällt's. Oh ja. Oh ja, das ist meiner. Aha. Platsch! Stoß dir nicht den Kopf im Sand, das kann nämlich echt wehtun. Und du baust hier? Nee, nee, nee. Dann geh mal wieder hier hin, ha? Huh? Oh, du musst pieseln. Ja, warte, du kannst auch im Wasser pieseln. Warte, nee, dann machen wir das hier mal weg. Geh mal im Wasser pieseln, bitte. Ja, pieseln. Pieseln. Nee, warte mal. Hier hin schwimmen. Dann kannst du mal schnell ins Wasser pieseln gehen. Komm. Genau. So, warte. Hey, warum geht das nicht? Ah, dafür musst du unwohl sein, ne? Oh, nee. Herumschwimmen. Ja, das ist okay, aber wir haben hier kein Klo. Das sind alles nur Fressbuden. Doch, hier ist ein Klo. Guck mal. Toilette benutzen. Du bist soweit fit? Dann geh mal schnell das Klo benutzen, Kalani. Komm. Spring, 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 spring. Und Hunger hast du. Ja. Aber, nee, komm rein da. Nicht backen. Danke. Schade, dass die Dinger hier nicht aufhaben, aber dann müssen wir gleich nochmal hin und her laufen. Super. Dann nehmen wir uns hier mal was zu essen raus. Schnelle Mahlzeit essen. Nimm mal einen Joghurt. Ne? Oh, das ist aber auch wunderschön hier, oder? Hier mit den Lichtern. Ups, das ist ein Baum. Ist das nicht wunderschön? Ich find's toll. Murako spielt hier noch ein bisschen rum. Das ist auch schön. Mit Kalani flirten. Uhu. Aha, am Strand nach Muscheln suchen. Ja, das ist auch okay. Während Kalani noch ein bisschen was isst. Du adoptierst keine Katze. Und du mit deinen komischen Gruppenversammlungen. Und ein Quietschespielzeug hast du auch schon gekauft. Und du möchtest Murako küssen. Das ist okay. So. Ja, ihr erfriert schon nicht. So kalt ist es noch nicht. Ist nur ein bisschen kalt, wenn man aus dem Wasser rauskommt. Ne? Mit Murako plaudern. Hm? Bitten nur Freunde zu sein. Oh, hier. Schau mal. Hier sind Muscheln. Im Inventar platzieren. Und im Inventar platzieren. Komm. Haben wir früher auch immer gemacht, wo Kalani noch klein war. Komm, noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Und noch mehr. Oh, noch eine. Und noch mehr. Und noch mehr. Eigentlich wollten wir das längst gefixt haben.
Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Ehrlich jetzt? Wow. Okay. Wollen wir mal hier zu der Stelle gehen? Hier hingehen. Du kannst auch mal hier hingehen. Könnt ihr euch die Aussicht so ein bisschen angucken. Ich glaube, genau die Stelle, die hat Keto gemalt. Das war ihr erstes Gemälde. Und da wohnen eure Community-Sims. Die jetzt das Baby haben. Oder beziehungsweise die das Kleinkind jetzt schon haben. Guck mal, so findet sich alles hier wieder am Anfang. Fast schon schade, dass wir das Haus abgerissen haben. Wo Kalani geboren wurde. So das allererste Starterhäuschen von Keto und Amon. So Folge 2, erste Staffel habe ich das, glaube ich, gebaut. Und ja. Schaut mal, da kommen sie angejoggt. Guck mal, du kannst gleich Murako küssen. Murako küssen. Hier, komm. Ein Kuss hauchen. Das finde ich schön. Jetzt kommt die Sonne auch raus. Aufreizend posieren. Wie schön. Oh, ich liebe euch. Wirklich. Hey. Sabri. Hände küssen. Möchtest du mal leidenschaftlich küssen? Leidenschaftlich küssen, genau. Oh. Ra. Oh, Leute. Oh, Leute. Geh mal hier hin. Und dann... Perfektes Bild. Danke, Kalani. Das ist auch gar nicht creepy. Und dann... Romantik. Heiratsantrag machen. Hey. Möchtest du mich heiraten? Heiratsantrag. Oh mein Gott. Dieses blöde Kanu ist im Weg. Oh, ist das hübsch. Oh mein Gott, ist das hübsch. Ja, er sagt ja. Er sagt ja. Oh, Leute. Sie sind verheiratet. Sie sind verheiratet. Oh, bald kommt eine Hochzeit. Durch Körperwärme aufwärmen. Oh, wie schön. Und Romantik. Und direkt nochmal. Ich würde gerne eine gute Rose anbieten. Das ist auch okay. Verführerisch flüstern. Und romantisch. Ein Kuss auch. Oh, Leute. Kalani ist hin und weg. Und sie sind gerade frisch verlobt. Oh, wie schön. Gut, dann können wir auch langsam wieder nach Hause reisen, ne? Oh, ihr Süßen. Ihr Süßen. Ja, es ist kalt. Wir fahren jetzt auch wieder zurück nach Muapelam. Könnt ihr euch wieder gemütlich einkuscheln? Komm, bestätigen. Oh, die kleine Anela. Nehmen wir den Kalani mit. War komisch, dass Glimmer jetzt schon eine Seniorenhündin ist. Das hat bei Lani, glaube ich, wesentlich länger gedauert als jetzt bei Glimmer. Oder kommt mir das nur so vor? Schon seltsam. Das heißt, Brookie ist auch schon bald wieder ein Senior. Und oh, man kommt bald wieder der Sensenmann. Wobei der sowieso, glaube ich, erst bei Keto kommt. Ich weiß nicht. Ich finde es auf jeden Fall traurig. Traurig. So, Leute. So als Feier des Tages. Hat keiner gesehen. Glimmer ist krank. Darum kümmern wir uns das nächste Mal. Hallo, Leute. Uniyabu.
Yay! Es geht los, es geht los. Dum, 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 dum. Warum läuft er eigentlich immer getrennte Wege? Oh, das ist gruselig, wenn deine Flosse sich erst zeigt, wenn deine Füße schon so seltsam deformiert sind. Ja, du hast schon immer an Windeln gedacht und jetzt versuchen wir es, ob es auch wirklich klappt. Du bist ja jetzt fruchtbar. Das heißt, du hattest jetzt eine Hormontherapie, dass du jetzt auch wirklich Babys bekommen kannst. Und sehr taktvoll, dass die sich da jetzt hinfort uriniert. Oh Gott, wir machen es wirklich. Murako schon total selbstbewusst und am Lachen und Grinsen. Natürlich, ich war gerade verlobt und jetzt versuchen wir, die nächste Generation zu starten. Viel Spaß, Leute. Viel Spaß. Na komm. Ja. Oh, Kalani macht den ersten Schritt und viel Spaß. Wir sind auch so gar nicht taktvoll und gönnen den Privatsphäre. Nein, wir sind so mittendrin im Geschehen. Na Leute. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Bekommen wir ein Baby? Bekommen wir ein Baby? Und das Feuerwerk! Oh, oh, oh. So. Ob Kalani wirklich schwanger ist, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Da macht Kalani einen Schwangerschaftstest. Und uns bellt gerade ein Hund an. Keine Ahnung. Okay. wollte nicht nochmal Rosa anbieten. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und finden heraus, ob es die nächste Generation jetzt tatsächlich schon gibt. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ich habe gerade ein Déjà-vu. So, ich wünsche noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.